Okay, dann gucken wir doch mal, wie gut wir das hinbekommen. Mit 5 Magazinen. Ja, das ist nicht so schön. Das sollte ich. 14:30, nee. Okay, ich laufe jetzt los. Ich versuche nochmal hinzubekommen. Wenigstens ein bisschen, auch wenn das weit weg ist. Oh, hallo. Versuche an das hinzukommen. Damit wir ein bisschen mehr Gunmetal herstellen können. Und wenn es dann dunkel ist, dann kann ich mich darum kümmern, mehr Muni zu haben. So, was haben wir da? Da ist Tin. Da. Ja, komm, das kriegst du. Was ist da? Kleine Beißer laufen da unten lang? Oh, ein König. Okay, komm mal her. Ja, kommt alle mit. Oh, Lag ist nicht gut. So, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ja, volle Breitseite. Spawner weg, Spawner weg, Spawner weg. Wow, alle mitkommen. So, nur noch ein Spawner da. Das heißt, ich bringe die jetzt alle nach Hause. Oh, hallo Königin. Ich bringe die jetzt alle nach Hause. Dann erledigen die Türme sie. Lass mich hier durch. Die haben auch arge Probleme. So. Dann töten die Türme die. Und dann können wir morgen bei Morgengrauen dahin laufen, den letzten Spawner töten. Und in Ruhe das Zinn abbauen. Das hilft doch schon mal. So, du bist wieder eine passive Kiste. Und du hast noch 7500, das du abbauen könntest. Wie schnell bist du? Weil ehrlich gesagt ist mir die Produktivität jetzt nicht mehr so wirklich wichtig. Ich will nur noch möglichst schnell möglichst viel Kohle haben, damit ich sie wegtransportieren kann. Und dann machen wir hier dicht. Oh, Sniper. Okay, du mach mal raus und mach mal rein. Yeah! Gib ihm! Und ich habe eine viel tollere Idee, die euch allen natürlich schon vorher gekommen ist, aber so. Ist ein bisschen einfacher, oder? Ja, finde ich auch. Und es ist wirklich schon mehreren Leuten vorher gekommen, die haben es nämlich in die Kommentare geschrieben. So, das heißt, wir machen da die Kiste voll. Strom müsste ja blendend aussehen, genau. Dann machen wir daraus nicht wieder eine aktive. Fliegen alles aus und dann ist gut. Ich wollte mich kümmern um die Munition, damit wir in ein paar Stündchen, aka 2 Minuten, loslaufen können und wieder töten. Also brauche ich das Zeug da. Du. Was? Ist die falsche Kiste, oder? Ja, ist die falsche Kiste. Da rein. So, und ich hätte gerne keine 100 Roboports. Ich hätte gerne. Obwohl, also ich würde sie nehmen, wenn irgendjemand sie hätte, aber nein, das meine ich nicht. Ich hätte gerne die Advanced Batteries. Welche brauche ich hierfür? Stopp. Für meine Highly Advanced brauche ich Highly Advanced Batteries. Aber ich glaube, wir stellen schon irgendwelche Batterien her. Na gut, mach erstmal die da. So, es dauert eh eine Weile. Dann gibst du mir die. Dann ist auch erstmal okay. Licht mal wieder. Ich hoffe, dass es diesmal das nördliche Ende ist und ich die später nicht wieder abreißen muss, diese Lampen, aber na gut. 3:15 Uhr. Go, go, go. Wobei, ich habe immer noch 5 Magazine und ich habe jetzt alles dabei, um die neue Munition herzustellen. Ja gut, dann laufe ich schon mal jetzt los. Es wird hier irgendwie um 4 Uhr schon hell. So, komm mal kurz ran. Okay, jetzt sieht nicht so viel aus. Weg. Dann den einen Spawner und dann ganz. Was? Was ist die falsche Basis gewesen? Bin ich falsch abgebogen? Ja, bin ich. Hätte da oben rumgemusst. Ah ja, noch 2, 3 Saphire. Ist alles gut. Mach weg, mach weg, mach weg. Ich will keine Muni verbrauchen. Piu, 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 piu. Na komm schon, ihr Trödeldanten. Papa will Zinn abbauen. Na, folgen mir alle.
Drei Könige. Das könnte sich ziehen. Wobei, jetzt gehen sie auf die Mauern los. Gut, ich ignoriere. Ja, ein König folgt mir. Das ist okay. Da oben ist noch eine neue Basis. Wird aber ebenfalls ignoriert. Hier hoch. Hier war das irgendwo. Genau da. Zwei Königinnen sind noch da. Die kann ich aber hoffentlich umtanzen. So, Spawner ist kaputt. Die haben also keinen Nachschub da. So, die Königin burst ich kurz weg. Die da auch. So, dann nehme ich das hier alles mit. Weil sind ja doch ein paar, ne? So, und jetzt gib mir das Tin. Ich hoffe, in der neuen Version sind die Tin und Zink und was weiß ich Felder alle ein bisschen größer als ein Feld. Ist ein bisschen albern. So, neue Picke. Ne, wir haben schon die Stahlpicke. Ach, ich wollte was testen. Wir brauchen trotzdem eine Verbindung. Okay. Ja. Und Skriptmodule. Es geht nicht wirklich schneller, oder? Ja, ich hätte diesen Turbo Super Duper MK Drill mitnehmen sollen. Den da. Oder den da sogar. Oh nein, muss ich wenigstens nicht selber arbeiten. Lalala, ist okay. Sammle ich mal dich derweil noch ein und guck mich um nach Zink. Das brauchten wir ja auch noch. Das ist da hinten. Aber ist auch nur ein einer Ding. Das heißt, das nehme ich mal mit, falls es zerstört wird. Oh. Okay, es ist ein Vierer-Ding. Aber das kriege ich schon hoffentlich hin. Ich burste mich ganz schnell den da weg. Schon ist nur noch ein Dreier-Ding. So. Und noch rum. Wow, wow. Ja, ganz ruhig. Ist immer noch ein Dreier-Ding. Es hat nicht so geklappt, wie ich es gerne hätte. Die Spucker da sind nervig. Oh, oh, oh. Oh, ein bisschen zu knapp. Weg mit euch. Oh, gib mir mal das Tin. So, und jetzt greift mir die Basis da an. Die ist doch viel leckerer als ich. Oh, König und König und Könige. Ah, sehr gut. So, die eine da oben ist ziemlich... Au. Au. Das ging zweimal durchs Schild. Und Batterie ist alle. Das heißt, ich laufe langsamer. Ja, mach die Basis kaputt, ist okay. Lauf. Es wird schon wieder dunkel. Ja gut, ab nach Hause. Ich hoffe mal, die Laufdinger bekommen genug Energie, aber scheinbar ja, sonst würden die gar nicht so weit hinter mir bleiben. Gut, gut. Also Auftrag erfolgreich, einigermaßen zumindest. Ich schmeiß jetzt... Wow, du bist leer. Krass. Ja, gib her. Nimm. Da. Setz dich mal so hin. Reißen wir dich da ab. Da ist die Kiste, da ist die Kiste. Setzen dich dahin, geben dir wieder Speedmodule. So, du kannst weg. Was jetzt? Muni. Muni herstellen, unbedingt Muni herstellen. Da, zwei Stück. Noch mehr Polish-Dinge abholen, das Zinn in die Maschine werfen. Ah, sechs Stück, sehr gut. Und ich hoffe mal, dass das Tin reicht, um das bisher gewonnene Zink in der Ratio auszugleichen und wir dann ein bisschen mehr Gunmetal kommen als 4-5 Stück. Das war echt mega mau. Lass mich hier durch. Du bist Zink. Du bist das Mischding. Du bist Tin.
So, 127. Es fehlt auch Liquid Copper, es fehlt alles. Das ist, ja. Wie viele haben wir? Ein? Stimmt, es war einer. Nicht vier oder so. Nee, nee, nee. Einer. Warum kommt kein Copper an? Weil wir kein Copper haben. Das ist, ja. Sinnig, dass wir keinen Copper haben, weil wir keinen Copper haben. Das heißt, ich muss jetzt zu dem Copperfeld herunterlaufen und den Drill umstellen. Ja, da ist er. Du, komm mal mit. Du bist so ein toller Super-Duper-Drill. Dann setze ich dich mal hier hin. Dann kannst du unter den Solaranlagen das raus wegbauen. Und du haust das bitte dahin und zwar auch mit Speed-Modulen. So. Das läuft schon mal. Haben wir neue... die da? Smaragde. Na, 13 Stück, das lohnt nicht. Nicht wirklich. Was fehlt denn, um die Batterien zu bauen? Ach, die blauen. Ja, die werden ja alle gleich verforscht. Das ist echt irrelästig. Ich hätte das niemals erforschen sollen. Das sollte man, also ich glaube, die Sachen sollte man erst wirklich erforschen, wenn die Basis einigermaßen sicher ist, also sicherer als meine, mit den besseren Türmen und man sichergestellt hat, dass durchgehend Tonnen von Gegnern vor der Tür stehen, die einfach nur weggemäht werden, damit man halt genug Edelsteine hat oder halt die richtige Kristallmine aufbauen. So, du wirst bitte auch mal da. So, alle Roboter beschäftigt, bringt das alles woanders hin. Die machen wir hier gleich dicht und dann ist gut. Die Kohle sollte ja eigentlich langsamer reichen. Eventuell müssen wir noch mehr Logistikkisten hier hinbauen. Ja, doch, das ist überall noch Platz. Ja, mehr. Oh, wow. Okay. Wir haben ein bisschen was an Rubinen, ne? Werden wir aber auch brauchen für die besseren Türme. Was? Bronze, Ruby. Ach so, das sind die normalen Türme, waren die Bronze-Türme. Was brauchen wir jetzt für die Silber? Also ich versuche jetzt mal ein paar von den Bronze-Dingern aufzutun. Dafür brauchen wir nur Raw Duster und ein paar Batterien. Ja, gib mir mal ein paar Raw Duster. Batterien habe ich hoffentlich ein paar. Dann machst du bitte jetzt die Türme da alle zu Silbertürmen. Oh, du brauchst doch Raw. Aber das sind Chunks. Okay, warte. Chunks. Da, weiterverarbeiten bitte. Warum hast du keinen... Achso. Der da soll bitte mal arbeiten. Die alle da rein. Raw Emerald. Ja, die sollen jetzt alle weiterverarbeitet werden zu Raw Ruby. Damit mache ich jetzt die mittleren Türme. Und daraus versuche ich dann irgendwie die besseren Türme zu machen. Und dann stelle ich die einfach mal auf und gucke, wie die Reichweite von denen ist. Weil bisher habe ich nur die Reichweite getestet von Silber. Und Silber war irgendwie 3 oder 4 Felder weniger als die Bronze. Was jetzt nicht so wirklich toll war. Aber vielleicht ist ja das Goldding ansatzweise okay. Wobei wir die Reichweite auch gar nicht wirklich brauchen. Weil die Sniper kommen ja irgendwann doch näher ran. Und was die passiven höheren Kosten angeht, sind die gar nicht mehr so schlimm, weil wir wollen ja, dass durchgeht, jetzt Gegner kommen. So. Noch eine Sache, die ich testen will währenddessen. Haben wir jetzt inzwischen Kupfer, also flüssiges Kupfer oben? Oder wird das für irgendwelchen anderen Kladderadatsch verballert? Wahrscheinlich eher für die... Das sieht cool aus. Wahrscheinlich eher für die lilanen Chips zum Beispiel. Die brauchen das ja auch in Massen.